Stellt euch vor, ihr könntet euch einen Corona-Impfstoff aussuchen. Welchen würdet ihr wählen? Vorweg, die Frage stellt sich im Moment gar nicht. Aussuchen ist in Österreich nicht drin. Hauptsächlich, weil zu wenig Impfstoff auf Vorrat ist. In einigen Ländern wie zum Beispiel Serbien oder Großbritannien ist das möglich. Serbien hat frühzeitig vorgesorgt und auch russischen und chinesischen Impfstoff eingekauft. Österreich hat bisher hauptsächlich den Impfstoff einer Firma verimpft. Im Moment sind es ca. 300.000 Ampullen des amerikanisch-deutschen Wirkstoffes von Pfizer und BioNTech. Zugelassen sind hierzulande derzeit 3 Impfstoffe. Jener von BioNTech und Pfizer, der amerikanische Impfstoff Moderna und jener von der Uni Oxford entwickelte AstraZeneca. Will man aber bald eine sehr gute Durchimpfungsrate erzielen, Österreich liegt da derzeit unter dem EU-Schnitt, by the way, sollte man auch die weiteren anderen Hersteller am Schirm haben. Deshalb haben wir uns gefragt, was können die unterschiedlichen Impfstoffe überhaupt, wie teuer sind sie und wer kann damit überhaupt geimpft werden? Wir haben das für euch nach der Wirksamkeit, der Lagerfähigkeit, nach der Zulassung, den Personengruppen und den Kosten verglichen. Starten wir mit der Wirksamkeit. Wie gut schützt die Impfung vor einer Erkrankung? Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt eine Wirksamkeit von mindestens 70%. Aufgrund der Notsituation fordert sie aber nur eine Wirksamkeit von ca. 50%. Na dann sieht es ziemlich gut aus für uns, denn alle von uns verglichenen Hersteller entsprechen diesen Kriterien. Spitzenreiter sind die Impfstoffe von BioNTech und Pfizer bzw. Moderna mit einer Wirksamkeit von 95 bzw. 94%. Dicht gefolgt vom russischen Impfstoff Sputnik V. Der hat eine Wirksamkeit von 92%. AstraZeneca hat die Europäische Arzneimittelbehörde, kurz EMA, mit 60%iger Wirksamkeit zugelassen. Neue Studien zeigen aber, dass die Wirksamkeit bei 82% liegt. Aber es gibt einen Nachteil. Nach der ersten Teilimpfung ist nur eine Wirksamkeit von 76% gegeben und bis zur zweiten sollen ca. 3 Monate vergehen. Und es gibt noch einen Haken. AstraZeneca schützt bei leichten und mittelschweren Erkrankungen nicht bei der südafrikanischen Mutation des Coronavirus. Nur schwere Verläufe der Mutation B1351 können mit AstraZeneca verhindert werden. Menschen, die sich mit der britischen Mutation anstecken, sind allerdings mit AstraZeneca geschützt. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt laufend neue Studien und die Erkenntnisse können sich von Tag zu Tag ändern. Die chinesischen Hersteller versprechen übrigens eine Wirksamkeit von 65 bis 86%. Da es aber an Transparenz mangelt, hat die EU die weniger am Schirm. Wirksamkeit ist aber nicht alles. Die Entscheidung für oder gegen einen Impfstoff erfolgt aus sehr pragmatischen Gründen. Wem kann er verimpft werden, wie teuer ist er und wie kann der Impfstoff gelagert werden? Schauen wir uns die Lagerfähigkeit an. Hier gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Herstellern. Die Lagerung ist aber ein wesentlicher Punkt. Will man die breite Bevölkerung impfen, ist es notwendig, dass der Impfstoff auch zu den Menschen gelangt. Nicht jede und jeder kann in ein Impfzentrum kommen und Hausärztinnen und Hausärzte haben oft nicht die notwendigen Kühlvorrichtungen. Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer muss etwa bei minus 70 Grad gelagert werden. Nach dem Aufdauen hat man 5 Tage Zeit, um ihn zu verimpfen. Der Moderna-Impfstoff ist da etwas einfacher zu handhaben. Er hält 30 Tage und kann sogar bei Raumtemperatur einige Stunden stabil bleiben. Perfekt also für den Einsatz in Seniorenheimen. AstraZeneca ist dann noch einfacher. Hier genügt ein einfacher Kühlschrank. Sputnik V hat eine ähnliche Handhabung. Die Personengruppen. Für wen ist der Impfstoff überhaupt geeignet? Derzeit wird in Österreich hauptsächlich mit BioNTech und Pfizer geimpft. Das liegt einerseits am Impfplan und andererseits an der Verfügbarkeit. Derzeit sind die über 80-Jährigen an der Reihe, weil hier ein besonders hohes Risiko einer schweren Erkrankung besteht. Für andere Impfstoffe müsste der Impfplan sogar geändert werden. Für über 65-Jährige ist der Impfstoff von AstraZeneca zum Beispiel gar nicht empfohlen. Einfach weil der Impfstoff in den Testungen zu wenigen Probandinnen und Probanden in dieser Altersgruppe verabreicht worden ist. Nachdem aber bereits ein großer Anteil der Bevölkerung in Großbritannien damit geimpft ist, könnten bald neue Erkenntnisse vorliegen. Am universellsten ist der Impfstoff von BioNTech und Pfizer. Er kann im Gegensatz zu anderen Impfstoffen auch 16- bis 18-Jährigen verimpft werden. Kommen wir zu den Kosten. Impfungen sind teuer. Es kostet eine Stange Geld, die gesamte Bevölkerung durchzuimpfen. Zwar übernimmt der Staat die Kosten, bei so großen Bestellmengen ist der Preis einzelner Dosen aber besonders relevant. Staaten sprechen ungern über die Deals, die sie mit Pharmaunternehmen abgeschlossen haben.
Die Preise für die Impfstoffe, die in der EU zugelassen sind, sind aber durchgesickert. Am meisten muss Österreich für Moderna hinblättern. Eine Ampulle kostet 15 Euro. Davon haben wir allerdings erst rund 200.000 Dosen erhalten. Etwas kostengünstiger ist der Impfstoff von BioNTech mit 12 Euro. Ein ziemliches Schnäppchen im Gegensatz dazu ist AstraZeneca. Eine Dosis kostet 1,78 Euro. Zur Erinnerung, alle drei zeigen ihre volle Wirkung erst nach 2 Impfdosen. Zu guter Letzt die Zulassung. Bevor überhaupt die Möglichkeit besteht, zwischen Impfstoffen zu entscheiden, müssen sie erst zugelassen werden. Für BioNTech und Pfizer, Moderna und AstraZeneca ist das in der EU ja bereits der Fall. Andere Impfstoffe warten noch auf ihre Zulassung. Zum Beispiel der Impfstoff Janssen. Er wurde in den USA per Notzulassungsverfahren zugelassen. Die EMA wartet auf den Antrag auf Zulassung in der EU. Das Gute an diesem Impfstoff, man braucht nur eine Dosis. Oder der Impfstoff Novavax. Er befindet sich bereits im EMA-Zulassungsverfahren und ist mit einer Wirksamkeit von 89% ziemlich vielversprechend. Und dann gibt es noch den russischen Impfstoff Sputnik V. Aufgrund der hohen Wirksamkeit von über 90% hat die EU-Kommission eine schnelle Zulassung versprochen. Allerdings nur, wenn Russland mit den Daten transparenter umgeht. Es könnten aber noch mehr werden. Seit Jänner 2020 sind mindestens 242 Impfstoffprojekte gegen Corona angelaufen. Wie so ein Zulassungsverfahren genau funktioniert, haben wir bereits in diesem Video erklärt. Den Link dazu findet ihr in der Infobox. So, was heißt das jetzt? Was man über alle zugelassenen Impfstoffe sagen kann, sie schützen alle vor einer schweren Covid-19-Erkrankung. Und das sind wirklich gute Nachrichten. Und es gilt dasselbe wie für andere Impfungen. Je mehr Menschen geimpft sind, desto besser sind Menschen geschützt, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen können. Also, solltet ihr euch irgendwann mal zwischen Impfstoffen entscheiden können, ihr wisst ja jetzt Bescheid. Und bis dahin, passt auf euch auf.